In der letzten Folge wurden Ellie und Joel getrennt. Das Mädchen flüchtet zusammen mit Henry vor einer Horde Klicker und Joel und Sam müssen schnell einen Weg zu den beiden finden. Ich wünsche euch viel Spaß mit der 10. Folge von der Serie The Last of Us. Aber was auch geschehen wird, Otto finde ich gut. Weg hier! Na los. Joe, da sitzt sie. Sam! Gott sei Dank. Wir müssen schnell weiter. Durchgang, da drüben. Sam! Schnell! Es sind viel zu viele. Ellie, geh weg von der Tür. Durchgekrochen! Sam, was zum Teufel machst du? Ich hol uns hier raus! Na dann beeil dich! Okay, los! Alle nach oben! Na los! Das Ding klemmt! Hilf mir hoch! Ich kann durch das Fenster! Mach von der anderen Seite auf! Mach schnell! Hey, na los, Sam. Du bleibst nicht hier drin. Was ist mit dir? Komm klar. Komm schon. Los! Achtung! Frische Luft. Sind wir da? Oh, wollt ihr mich verarschen? Danke für die Warnung auf der anderen Seite. Wo ist der Turm? Wir sind nah. Kommt, na los. Oh. Hey, wie geht's dir, Kleiner? Das war echt knapp, hä? Ja, nicht gerade das schönste Erlebnis, aber wir haben's geschafft. Ja. Hey, seht mal da. Tja, was hab ich gesagt, hä? Mal sehen, wie wir hinkommen. Und du, wie kommst du zurecht? Alles wie immer, oder? Als ich bei Henry war, habe ich selbst ein paar Infizierte erledigt. Du wärst stolz. Ja. Das war eben ziemlich heftig, ha? Huh? Oh ja. Absolut. Wie habt ihr zwei euch getroffen? Oh. Marie, wollte, dass er mich zu den Fireflies bringt. Er scheint doch gut zu verstehen. Tja, und jetzt? Jetzt kommandiere ich ihn rum. Nicht wahr, John? Oh, Hunde! Halt dich lieber von ihnen fern.
Wir sind hier nicht in der Zone. Wir sind wild. Was ist das? Oh, das ist ein Eiswagen. Ein Eiswagen? Ja, Henry hat mir das erzählt. Sie haben dort Eis verkauft. Was? Niemals. Joel? Das stimmt. Der Wagen fuhr herum und spielte laute, schrille Musik. Und Kinder kamen und kauften sich Eis. Du verarschst mich doch gerade. Ehrlich? Mann, das war eine seltsame Zeit. Ich doch. Oh, hat sonst noch jemand Hunger? Ja. Hey, Leute, wir machen einen Punkt und Pause. Okay. Deckung! Scheiß Scharfschütze. Wo ist das hin? Irgendwo da hinten. Also gut. Bleibt alle hier. Nein! Bevor es losgeht, ihr müsst ihn für mich ablenken. Ich gehe hinten rum und versuche ihn anzuvisieren. Okay. Hey, vorsichtig. Versteckt euch da drin! Vielleicht hilft's ja! Wo bist du, Mist Kerl? Versteckt dich euch! Yeah!
war heftig. Alles okay, Sam? Ja, bin okay. Danke, Joel. Sieh mal da. Okay. Geschafft. Wir müssen weg. Okay. Sam! Henry! Sam, alles okay? Ja, mir geht's gut. Sicher? Ja, alles gut. Los, mach! Gehen wir! Dass wir wegkommen. Kommt mit. Dann los. Ich glaub dir kein Wort. Im Ernst? Es war Tommys Geburtstag. Er wollte nichts anderes als zwei Harleys mieten und einfach losfahren. Oh Mann. Das wäre das Größte, wenn ich fahren könnte. Nur um den Block. Wie war's denn? Es war gut, echt gut. Gut? Ist das denn zu glauben? Na los, Mann, ich will Details, beschreib es. Wisst ihr was? Ihr zwei führt jetzt ein Männergespräch. Nein, Ellie. Es geht ja nicht um ein normales Motorrad, okay? Wenn du auf die Maschine steigst und den Motor spürst, das ist echt einmalig. Ach ja, und woher willst du das wissen? Ich hab davon geträumt. Okay. Ich glaube nicht, dass einer von unseren Leuten kommt. Ja. Das Schlimmste daran ist, es Sam zu erklären. Tja, was soll ich sagen? Die zwei haben sich gesucht und gefunden. Was machst du? Ich überprüfe, wie viel Essen wir jetzt noch haben. Verstehe. Und wie sieht es mit den Dosen Pfirsichen aus? Hat Henry dich geschickt? Nein. Warum soll Henry mich schicken? Damit er sicher ist, dass ich keine Scheiße baue. Ich finde, wir haben uns gut geschlagen. Und ganz besonders du. Ist alles okay? Ja, ist alles okay. Okay. Tja, dann gute Nacht. Warum hast du nie Angst? Wo hast du das denn her? Dann sag mir, wovor? Mal sehen. Skorpione sind gruselig. Allein zu sein? Ich habe Angst davor, allein zu leben. Was ist mit dir? Die Dinger da draußen. Was, wenn die Menschen noch da drin sind? Wenn sie gefangen sind, ohne Kontrolle über den Körper? Ich habe Angst, dass mir das passiert. Okay. Zuerst mal, wir sind ein Team. Wir helfen uns gegenseitig. Und zweitens,
sehen sie vielleicht noch wie Menschen aus, aber niemand steckt mehr in ihnen drin. Mein Bruder sagt immer, dass sie gegangen sind. Zu ihren Familien. Wie im Himmel. Glaubst du, das stimmt? Tja, ich weiß auch nicht so genau. Ich meine, ich würde es gern glauben. Du tust es aber nicht. Nicht wirklich. Ja, ich auch nicht. Oh, jetzt hätte ich's beinahe vergessen. Ich hab ja noch was. Da. Wenn er nichts davon weiß, nimmt er ihn dir nicht weg. Okay, ich bin müde. Wir sehen uns morgen. Morgen. Wo ist Sam? Ich lasse ihn erst mal ausschlafen. Naja, wenn du ihn vermisst, kannst du ihn ja aufwecken. Okay. Sam? Sam! Was ist los? Oh shit, der verwandelt sich! Das ist mein kleiner Bruder! Scheiß drauf! Ellie? Ellie, bist du okay? Oh mein Gott. Sam. Oh nein. Sam. Henry? Ellie, bleib da. Henry? Henry, was hast du getan? Du gibst mir jetzt deine Waffe, okay? Oh, okay, okay, ruhig. Das ist deine Schuld. Niemand ist daran schuld, Henry. Das ist alles deine Schuld. Henry! Henry, nicht! Was für eine Folge. Normalerweise würde es noch ein paar Minuten weitergehen, aber ich dachte mir, ich lasse euch mal die Zeit, diese Szenen sacken zu lassen. Was für ein bitteres Ende die beiden gerade erst kennengelernten Henry und Sam nehmen mussten. Die Welt in The Last of Us ist wirklich gnadenlos. Ich nutze die Zeit einmal, um euch auf drei Videos aufmerksam zu machen, die ich schon vor längerer Zeit hochgeladen habe. Im großen The Last of Us 2 ABC gibt es zu jedem Buchstaben des Alphabetes eine Info zu dem Nachfolger von The Last of Us. Schaut gerne mal rein, aber erst wenn ihr Teil 2 schon gespielt habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge meiner Serie wieder mit dabei seid. Bis dahin, euer Otto Normalo.